Ja, meine Lieben, willkommen im nächsten Video. Heute sind wir wieder dabei, den F22 ja, zu machen. Ihr habt in dem Video, was wir hierzu gemacht haben, haben wir ja die Fehlerdiagnose von dem Wagen gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was dazu. Denn es ist so, dass der Kollege dann nochmal auf uns zugekommen ist. Wir haben den eigentlich weggeschickt, weil wir es eigentlich nicht machen wollten, weil die Arbeit einfach so heftig ist. Und er hatte uns dann gebeten, komm, könnt ihr das machen? Dann haben wir gesagt, komm, ich tue ihm den Gefallen. Ist ja auch natürlich auch für euch schön. Ja, und was jetzt am Ende dabei rumgekommen ist, ist eigentlich mega Katastrophe. Mega cool auf der einen Seite wieder, weil es halt echt ein Fehlerbild ist, wo ich glaube, ich die wenigsten mit gerechnet hätten, wir auch nicht. Also wir haben echt gestanden, wir haben gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Nun gut, es ist wie es ist und ich erzähle euch jetzt einmal, was ja hier passiert ist. Ihr habt ja das Video vielleicht gesehen, wenn nicht, Ronny macht das hier oben nochmal hin, wo wir die Fehlerdiagnose gemacht haben. Und zwar hatten wir ja auf Zylinder 1 zu wenig Kompression. Wir hatten da, glaube ich, 4 Bar. Und als wir diese 4 Bar hatten, sind wir ja mit der Kamera reingegangen und dabei sind diese Bilder entstanden, die du mal eben reinmachen könntest. Wo wir ja gesehen haben, dass der Ventilsitz weggebrannt ist. Ja, dann hat, wie gesagt, der Kollege gefragt, komm, mach das bitte und so, ich habe keinen. Und das ist auch, wenn du in der Werkstatt fährst, alles mega teuer und ja gut. Im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, ich nehme mich der Aufgabe an oder wir. Und wir machen das, habe dann den Kopf ausgebaut, habe einen überholten Kopf geholt. Ein neuer Kopf wäre viel zu teuer gewesen. Und haben dann auch in die Zylinderlaufbahn geguckt, das sah alles super aus und alles perfekt und haben den Wagen wieder zusammengebaut. Bevor ich ihn gestartet habe, habe ich Kompression gemessen und hatte 8 Bar. Ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich hatte mehr Kompression, aber immer noch nicht im Vergleich zu den anderen. Ja, habe den Wagen dann auch mal gestartet, aber im Endeffekt war es genauso wie vorher. Also es hat sich da nicht viel verbessert, weil wie gesagt, es reichte trotzdem nicht. Ja, dann haben wir gegrübelt, was es sein kann, was es nicht sein kann, haben wir überlegt und muss dazu sagen, war echt scheiße, weil ich wusste, wir machen die Arbeit nochmal. Also habe ich dann angefangen, den Motor nochmal aufzumachen, aber nicht von oben, sondern diesmal von unten. Und bei dem Modell ist es ja so toll, dass wenn du die Ölwanne abbaust, dass du da halt auch die Achse absenken musst und das habe ich dann gemacht. Also es war jetzt eigentlich nicht so viel Arbeit, die Achse abzusenken. Du machst halt ein bisschen Querlenker los und diese 6 Schrauben und dann kannst du die eigentlich schon runterlassen. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Habe dann die Ölwanne abgemacht und ab diesem Zeitpunkt wusste ich dann, was passiert ist. Du hast aber nicht, du hast ja was ausprobiert. Du hast, ach so, du meinst mit der Kompression, ja. Um okay. auf dieses um auf Schema dieses zu kommen. Fehlerbild nochmal zu kommen, ja, das stimmt. Das habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Und zwar spule ich nochmal eben zurück an dem Punkt, wo wir den Kopf wieder drauf gebaut haben, habe ich dann gedacht, wo soll die Kompression hingehen und habe mir in der Installationsanleitung von BMW, also die ja besagt, wie du Fehler prüfst und auch wie du so einen Kopf wieder zusammenbaust, habe ich mir dann angeschaut, wie messe ich denn wirklich Kompression. Also ich hatte dann erst die Befürchtung, mache ich vielleicht irgendwas falsch, weil ich meine, klar, ich kenne das, du drehst das rein, machst Zündung, drehst die anderen Zündkerzen raus, drückst Start und dann misst ja die Kompression. Ich hatte halt, ja, mein Gedanke war, okay, habe ich vielleicht dabei was falsch gemacht. Habe ich aber nicht und dann habe ich einen Tipp gelesen, wenn es Kolbenringe sind oder Kolben, mach mal ein bisschen Öl oben rein und in dem Moment, wenn du Öl, den Kolben oben mit Öl benetzt hast, verdichtet der ja wieder mehr, denn wenn jetzt ein Kolbenring oder so kaputt ist, benutzt er in dem Moment das Öl, was ja dickflüssig ist und hat dadurch wieder mehr Kompression. Hatte er auch. Ja, also das Lustige war, er hatte dann, ich glaube, 12 Bar, aber waren noch lange keine 16 Bar und somit wusste ich, okay, irgendwas stimmt mit dem Kolben nicht. Und jetzt nochmal können wir wieder vorspulen. Dann habe ich angefangen, unten Ölwanne abzubauen und jetzt zeige ich euch, was in der Ölwanne lag. Und zwar diese Teile hier. Das lag in der Ölwanne. Als das in der Ölwanne lag, war natürlich klar, hier liegen Kolbenringe drin. Und an diesem Punkt habe ich dann gedacht, wie kann das sein? Ja, nicht nur Kolbenringe. Ja, Kolbenringe und sogar auch ein Stück Kolben. Ne? Also hier ist echt ein Stück Kolben. Und hallo Adrian. Er kommt hier so angeschlichen. Als wir an diesem Punkt waren, oder als ich an diesem Punkt war,
Wie gesagt, wir haben das auch nicht gefilmt, weil ich einfach hier für mich nach der Arbeit geschraubt habe und auch keinen Kopf hatte für Kamera, weil du bist da bei der Fehlersuche oder bist dabei auseinanderzunehmen. Deswegen, wir wollen ja auch kein Tutorial machen, wie du das wechselst, sondern es geht da mehr ums Fehlerbild und die Erklärung dazu halt. Ja, und dann habe ich unsere Kamera genommen, also wir haben ja diese neue Kamera, die wir extra bestellt haben, auch oben für die Ventile, und bin dann so an dem Pleuel vorbei, an der Ölpumpe, und habe dann schon gesehen, okay, es ist der Kolben. Was mich jetzt oder was uns allgemein so daran wundert, ist, warum ist der Zylinder, die Zylinderlaufbahn, da ist nicht ein Riefe. Der sieht aus wie neu. Dass sowas passieren kann, obwohl die Zylinderlaufbahn heile ist, habe ich bis jetzt nicht verstanden und werde ich, glaube ich, auch nicht verstehen. Aber gut. Ja, unten alles ab, oben alles ab, Pleuel gelöst und hier ist der Kolben. Den lege ich jetzt mal so hier hin. Ich glaube, hier kann man ganz gut sehen, was passiert ist. Die Frage ist, ob du das jetzt schaffst. Soll ich da mal noch Licht zumachen? Ja, so geht. So geht? So geht? Also, dann gucken wir mal, so ist besser. So, und jetzt kann man hier ganz schön sehen, wie das hier komplett weggebrochen ist. Die Kolbenringe sind hier komplett lose, die sind hier gar nicht mehr dran. Ja. Und das ist das Fehlerbild, was hier quasi passiert ist. So, jetzt frage ich mich, wie kann der Kolben hier oben wegbrechen? Das muss, und das Krasse ist ja, dass es zusätzlich zu dem verbrannten Ventilsitz passiert. Ja, also zu heiß, ich glaube nicht zu heiß, weil zu heiß würde eher schmilzen und dann auch mit Kolbenringe die Zylinderlaufbahn etc. kaputt machen. Also entweder zu viel Druck durch die Software, weißt du, dass der einfach zu viel, der Adrian nickt schon, der sagt ja. Was ich mir aber auch vorstellen kann, Adrian, wo du ja gerade hier bist, wir können ja auch jetzt diskutieren, weil du siehst nämlich hier, dass der hier schon schwarz ist. Ja, also diese schwarzen Rußablagerungen sind an dem Abgebrochenen. Der ist damit gelaufen, deswegen wahrscheinlich. Ja, das ist eine Variante. Ronny sagte auch, was ist denn, wenn der hier schon angerissen war und sich das da drunter vermockt hat und dann irgendwann hier weggeplatzt ist? Weil unten also, sieht das neu aus. Genau. Was ja auch durch die Software passiert sein kann, ne? Ja, alles möglich. Ja, also ich würde fast tendieren auf Materialfehler. Genau. Würde ich auch, weil diese beiden Zufälle gleichzeitig, also, oder ist vielleicht dadurch, dass das weggebrochen ist, oben der Ventilsitz zu heiß geworden, was ja keinen Sinn macht, weil er hat ja eigentlich keine Kompression mehr. Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall doppelte Arbeit. Also, sind wir mal ehrlich, ich glaube, das in der Werkstatt. Ciao. 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 Also, wenn das in der Werkstatt passiert wäre mit der doppelten Arbeit etc., was bist du da los? 10.000 Euro? Viel auf jeden Fall. Ja, ich weiß ja nicht, ob du jetzt nochmal diese Zylinderlaufbahn filmen willst, ja, wenn aber wenn wir sieht. Sagen, dass sie gut ist, dann ist sie gut. Aber wir können ja trotzdem einfach mal versuchen, das nochmal zu zeigen. Die ist auf jeden Fall astrein, also da ist nichts dran. Ja, wenn man das jetzt auf der Kamera nicht so einfangen kann, weil ich glaube, das kannst du nicht so einfangen. Es ist aber auf jeden Fall wirklich so, dass das in Ordnung ist. Also das heißt, und jetzt kommt die nächste Diskussion, wo wir denken, dass es zur Diskussion kommen könnte, deswegen haben wir das jetzt auch so angesprochen. Es ist so, dass die Seile, also Hohn brauchst du da nichts. Ja? Der Rest ist Plan, also Kopf ist Plan, das haben wir auch mit der Schieblehre nochmal geprüft und es ist ja sowieso ein überholter Kopf, also da brauchen wir uns auch keine Sorgen drüber machen. Jetzt weiß ich nicht, wie es hier ist, ob du das planst normalerweise, aber das war auch gerade. Normalerweise müsstest du ja auch den Motorblock planen, also du planst ja nicht nur den Kopf, sondern du musst ja dann beides planen. Aber das ist gerade, wir haben das mit so einem mega genauen, wie nennt man das, Arne, du weißt das bestimmt. Lineal. Ja, was für ein Lineal? Lineal. Also das in größer, das liegt nur zufällig hier. Das ist das, weiß ich nicht, ist das sogar geeicht oder so? Also geeicht nennt man das ja dann nicht. Aber nach Norm gefertigt. Ja, die sind das ist auf jeden Fall mega gerade. Haben wir das geprüft und das war absolut in Ordnung. Ja. Ja, wie es dann so ist, ich habe ja natürlich einen Kolben bestellt, aber in dem Modell gibt es zwei verschiedene, weil es gibt einen mit diesem Buckel, ne? Also man kann das ja erkennen, denke ich, ne? Und ich habe natürlich den falschen bestellt. Warte. Soll ich nochmal machen? Ja, das ist jetzt gerade die aktuelle Situation von diesem Fahrzeug. Das heißt, wir bauen hier einen Kolben rein. Ach so, was wir noch nicht gemacht haben, was wir aber auch im Video jetzt ehrlich gesagt nicht machen können, das muss ich zugeben, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Aber der Plan ist,
das noch zu tun, ist nämlich, wir können das eigentlich im Video machen, aber das bringt uns nicht viel, weil ich keine Ahnung habe davon. Ich wollte dann nämlich unseren Hallen Arzt, Opa, Papa dazu rufen, der nämlich mit Messtechnik Ahnung hat. Und zwar habe ich nämlich hier extra aus China, natürlich nicht sehr teuer, so ein komisches Ding bestellt. Das ist ein genau, du hast es drauf. Weil man beschäftigt sich ja dann auch mit sowas. Das heißt, ich wollte nämlich mal gucken, was eigentlich brauchst du es nicht gucken, weil eigentlich ist es unlogisch. Weil wenn selbst der Kreuzschliff noch wie neu da drin ist, was willst du da den Innendurchmesser messen? Kannst du sehen, ob er oval geworden ist dann. Ja, so, und dafür habe ich das eigentlich bestellt. Wie sagen wir immer so schön, haben ist besser als brauchen? Verkehrt ist so ein Messmittel nicht. Genau, vor allem aus China, ne? Guck mal, das ist ja chinesisch geeicht. Du nutzt das ja eher ab normalerweise. Ja. Es geht ja nur darum, ob es Veränderungen sind, ob das Maß jetzt dann genau ist oder nicht genau ist. Aber ich weiß nicht, wie man das benutzt. Es tut mir leid. Also ich habe mich damit auch normal noch nicht beschäftigt. Normal ist doch da so eine Nadel, die du rausmachst. Ja, hier. Die macht ja schon mal so. Nicht so heftig. Nein, das kann das ab. So, jetzt steckst du das hier rein oder so. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Und zwar, du steckst das so weit rein, glaube ich, bis der hier was macht, weil du den ja hinterher dann auf Null stellst. Ja, aber. So, und dann kannst du jetzt hier. Und dann gehört jetzt ja, hier noch was zu. Würdest du jetzt gucken, wie groß der Durchmesser von BMW angegeben ist? Vom ja, Zylinder. Genau. 84, glaube ich. Das Maß würdest du da unten einstellen und dann würdest du mit dem Ding in die Bohrung fahren und dann würdest du sehen, wie viel Hundertstel er größer oder kleiner ist in dem Moment. Das würdest du damit checken. Fürs Erste. Ja, ja. Aber du hast ja auch sowas gelernt, irgendwie, ne? Das gibt's ja Spanier gelernt, aber das ist in dem Fall im Motorenbau YouTube. Ach so. Ich glaube, jetzt kann man nicht das hier rausdrehen. Also Adrian hat eine Weiterbildung bei YouTube gemacht. Quasi. Immerhin. Besser als wir Vollidioten, die jetzt gerade so tun, als wenn wir hier Ahnung von hätten. So, jetzt kann ich das hier reinstecken. Genau. Das ist zu lang. Also müssen wir den kürzeren nehmen. Schon mal gehört. Was? Die Fliese meine ich, wenn er denkt. Genau. 50 bis 160 mm. Und der Kolben soll 84 haben. Ich glaube mit Ringe oder so. Ja, der Kolben ist ein bisschen unterwegs. Aber das ist jetzt zu wenig hier. Was macht man denn da? Ach, kann man den dann einfach hier rausdrehen? So? Kann man bestimmt, ne? Das ist gut möglich. Kannst du die oben verdrehen an dem Ring, die Uhr? Und auf Null setzen? Ja. Ich lass das. Alter, ich merke schon beim Runterdrücken, dass ich wahrscheinlich Riefen reinmache. Wir lassen das einfach. Es tut mir leid, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe gedacht, man hat Ahnung, wenn man so ein Gerät hat, aber das muss man mit umgehen können. Vielleicht könnt ihr uns ja mal erklären, wie es funktioniert. Halt mal, ich will das jetzt selber ausprobieren. Jetzt kommt YouTube. Das Problem ist, glaube ich. Ja, jetzt muss das Ding relativ gerade halten und dann gucken, ob er da einen Ausschlag gibt. Ich glaube, hier oben kannst du das Ding dann nullen oder so. Oder du musst das ja eigentlich noch nicht mal nullen. Es reicht ja, wenn du einen Unterschied spürst in dieser Messuhr. Das ist richtig, ja. Aber normalerweise nullst du ihn halt vorab. Damit du, ja. Auf dem Maß, was der Zylinder eigentlich ursprünglich haben soll. Und wenn du da durchfährst, siehst du direkt, wo hat er ein Hundertstel mehr oder zwei oder drei genau. Oder vier oder wo hat er weniger. Die Frage ist, wie viel Hundertstel Toleranz hat schon dieses chinesische geeichte Messgerät? Ja gut, also wenn es mehr als zwei Hundertstel hat. Wäre schon doof, ne? Ja, weil dann kannst du nicht so viel damit anfangen. Das Problem ist, du musst das ja auch schön gerade halten. Ne? Ja. Also das ist normal, dass du da einen Unterschied siehst, weil in Längsrichtung ist der Zylinder ovaler, in der Richtung ist er in dem Falle runder, damit du das Kurvenring spielen kannst. Aber nach oben ändert er sich, ne? Ja. Hast du. Warte, ich muss erst das Video zu Ende drücken. Oder sollen wir das im Video diskutieren? Das ist die Frage. Du musst ja auch Kolbenring Stoßspiel einstellen, ne? Also, ja, das kannst du ja so, den machst du ja dann trocken rein, den nimmst du und machst du, ja, den machst du so rein, genau. Und dann guckst du. Nimmst du dir was Rundes oder nimmst du die Oberseite von dem Kolben, drückst den einen Zentimeter ungefähr in den Zylinder, ja. Und dann nimmst du dir Fühler leeren und misst dazwischen, weil der Hersteller von den Kolbenringen gibt an, wie viel Stoßstiel ja. Die brauchen. Das es ist aber so, die genau, es ist aber so, dass ich
bewusst das originale Maß genommen habe, also kein Übermaßkolben oder so. Ja, aber, das heißt aber, trotzdem aber nicht, die können, ja anders, so die so können ja anders vorgespannt sein. Ja. Du hast jetzt ein Spiel dazwischen. Genau. Das hier. Also, und den nächsten, den du nimmst, wenn du einen neuen bestellst, kann der weiter schon vorher weiter zusammen oder weiter auseinander sein. Okay, das messen und dann müssen die geschliffen werden. Ja. Ich habe ja auch dieses Spezialwerkzeug bestellt zum Einbauen und Einsetzen und so. Da gibt es da dann diese Sachen. Also das machen wir. Für euch einfach nur wichtig, so was hier überhaupt passiert ist. Und ich finde es halt einfach so krass, dass der Kolben im Prinzip, ich akzeptiere das ja, wenn so ein Kolbenring oder so platt ist oder was auch immer, aber dass das so wegbricht. Eigentlich am liebsten würde ich mit dem Kolben am BMW gehen, den da hinlegen und sagen, gib mir mal einen neuen, weil das kann so nicht sein. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass die sagen, ja, den würden wir gerne haben. Also kann ich mir vorstellen, weil die sich ja auch fragen, wie sowas passiert, weil das ist ja nicht normal. Also das ist ja kein normaler Fehler. Ich weiß, was sie mir sagen. Ist da Software auf dem Auto drauf? Ja, das ist... VW auch mal ein paar Jahre damit bei gewissen Modellen Probleme hatte, ne? Das ist ja einfach der Punkt. Naja, es ist wie es ist jetzt und... wäre schön, wenn du das Handy ausmachst, bitte. Danke. Ja, es ist wie es ist jetzt und wir bauen das jetzt wieder zusammen und dann wird er wieder laufen, das weiß ich. Und dann werden wir noch eine entspannte Probefahrt machen. Das gibt es dann aber im nächsten Video, denn ich muss jetzt erstmal einen neuen Kolben bestellen. Den wollte Ronny zurückschicken. Ich habe gesagt, ich nehme den als Aschenbecher. 80 Euro für Aschenbecher. Nee, so teuer war der nicht. Habe ich schon geguckt. 180 Euro. Ich habe geguckt, richtig lustig, ne? Du kannst den Kolben bei AliExpress bestellen, 4 Stück, für 300 Euro. Sag mal was dazu. Sollen wir mal so einen Motor bauen von AliExpress? Das ist geil, ne? Das ist so wie so ein China, wie diese Gaming-PCs aus China. Ja, ich glaube, der macht nicht lange. Nein, in dem Fall, weil ich jetzt einmal falsch bestellt habe, verhole ich den wirklich bei BMW. Ich habe schon geguckt, der ist ja zwar, kostet ja doppelt so viel, aber ist mir jetzt egal. Ja, bei sowas würde ich lieber... Ja, also das war ja im Prinzip ein Kolben. Also das war ein Kolben, den ich so eingegeben habe und der dann so da rauskam. Also jetzt nicht... Ja, aber du hast gesagt, es gibt drei Modelle. Ja, es gibt drei Modelle. Ich habe dann jetzt im Nachhinein wirklich mir angeguckt, was da nicht richtig ist. Und ja, ich habe das Glück halt schon oft gehabt, dass du Teile bestellst und irgendwie die hinterher nochmal bestellst, weil du nicht genau genug guckst beim Teile bestellen. Das fängt schon bei den Bremsen an. Weißt du, beim Modell sind 5 verschiedene Bremsen drauf, obwohl jedes Mal der gleiche Motor da drin ist. Und mit Teile bestellen hab ich nicht so ein Händchen für. Du hast bestellt dann mal 2. Ja, genau. Das sind übrigens unsere Wachhunde. Also wenn ihr hier auf dem Hof kommt, aufpassen. Ja, das soll es für das Video auch gewesen sein. Ich bin mal interessant auf eure Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt, wenn ihr überhaupt solche Erfahrungen habt. Und dann lasst uns hier gerne mal wissen, was ihr dazu für Erfahrungen habt. Vielleicht auch von BMW, weil ihr einfach gesagt habt, oder von der Werkstatt, wo ihr wart. Weil eigentlich sollen ja die Motoren gar nicht so Probleme damit haben. Also ich habe gar nichts davon gelesen. Ne, muss man auch dazu sagen. Okay, ja, es gibt vielleicht noch ein Video, wie er dann fährt. Vielleicht gibt es das auch nicht, weil ich den einfach nur noch hier raus haben will. Das werden wir sehen, weil, wie gesagt, die nächsten Sachen warten schon. Ich habe so einen Berg an Teile für den Audi schon bestellt, für den TT, weil ich den jetzt im Alltag fahre. Der Kombi ist nämlich weg, also den gibt es nicht mehr und da kommt was Neues. Ronny grinst mich an und ich weiß schon, ja. Okay, meine Lieben, dann habt eine schöne Woche, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Life is litty, you shit a gift, bitch, I'm him.